Herr Edel. Vielen Dank, dass Sie an unserem 10-Fragen-Format teilnehmen. Fangen wir direkt an. Erstens, für welche Aufgabe waren Sie denn zuständig? Ja, Aufgabe, wie soll ich das beantworten? Ist ja ein Gemeinschaftsprojekt von Herrn Meier und mir. Das heißt, Aufgabenverteilung hat es eigentlich nicht so gegeben. Man kann sagen, die Kompetenz ist so ein bisschen verteilt. Der Herr Meier ist so mehr der Maschinenbauer oder ja für technisches Zeichnen und die Vorlage. Und ich bin so mehr auf der elektrischen Seite oder Elektronik. Das hat gut harmoniert. Das heißt, kann man auch gut zusammenschaffen. Und deswegen ja, ist dann so ein Projekt auch möglich. Ja. Wie lange haben Sie insgesamt am Fischertechnikmodell gearbeitet? Also es war in der Corona-Zeit, ja, da hatte man auch mehr Zeit, weil keine Studierenden, die hier waren. Das war halt die ganze Corona-Zeit. Das kann man jetzt nicht sagen, dass es 2 Jahre waren oder 1,5 Jahre. Jetzt müsste man die Stunde rausziehen, aber wie das so ist bei diesen Projekten, man fängt was an, aber schreibt sich die Zeit nicht auf. Aber gefühlt, sage ich mal, wenn man es jetzt an einem Stück rechnen würde, bestimmt ein Dreivierteljahr bis zu einem Jahr. Und welcher Teil hat Sie am meisten begeistert? Die Begeisterung liegt eigentlich auf dem Ganzen, ja. Wenn man sieht, was entstanden ist, kann man jetzt nicht sagen, dass das Begeisterung auf einen Teil fokussiert werden soll oder kann, ja. Es ist einfach, wenn man dann sieht, man hat was erledigt oder einen Teilabschnitt gebaut und der funktioniert, es harmoniert, ja, ist das, freut einen. Gut. Haben Sie sich von anderen Fischertechnikmodellen inspirieren lassen? Die Inspiration kam ja von dem vorgegebenen Fischertechnik, dem Flussmodell, ja, wo die Anlage komplett dargestellt ist mit Hochregal und Staustrecke und so weiter. Aus diesem Grund ist hier irgendwie die Idee entstanden, so einen Industriepark zu gestalten, wo man auch sieht, wie verschiedene Modelle ineinander eingreifen, ohne dass sich jetzt menschliches zutut, ja, mit Sensorik, dass man sagt, der Roboter holt irgendwo Teile ab, setzt woanders wieder hin, das Band setzt sich in Bewegung. Also auch das Verständnis dafür, wie verschiedene Komponenten zusammenarbeiten können. Das war halt die Inspiration, dieses bestehende Modell, was ja vor Jahren zugekauft wurde, zu erweitern. Ja. Was waren die größten Erfolge beim Bau des Modells? Größte Erfolge? Sagen wir mal so, die größte Herausforderung, oder wenn man es so nimmt, würde ich jetzt mal sagen, die selbstgebauten Teile, die wo entstanden sind durch den 3D-Drucker, wo man selbst konstruieren musste, wie ich zum Beispiel bei diesem Portalkran, wie gestalte ich den, wie mache ich den Seilzug, wie steuere ich hier die Motoren und das ganze Teil, wo diese alles befestigt ist, das musste man alles selbst entwickeln und dann erstmal drucken. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man was entwickelt, druckt es einmal, das funktioniert. Also da sind mehrere Modelle entstanden, bis es natürlich irgendwann funktioniert hat. Ja. Ja, das passt gut zu meiner nächsten Frage, nämlich dass für die Konstruktion ja der 3D-Drucker zum Einsatz kam. Und Sie haben es jetzt selbst schon angeschnitten. Sie haben die Teile dafür selbst konstruiert und es gab keine Vorlage? Nein, es gab keine Vorlage. Das heißt, die ganze Idee ist ja irgendwie im Kopf entstanden. Man hatte das ja vorher nicht irgendwie auf Papier gebracht, ja. Jeder hatte so irgendwas im Kopf und jeder hat dann gesagt, so und so kann es funktionieren und dann ist es losgegangen. Und die ganzen Teile, was Fischertechnik nicht bietet, wo also spezifisch sind, die musste man selbst entwickeln. Das heißt, da hatte man auch die Zeichnungen angefertigt und dann schlussendlich dann einen 3D-Drucker gedruckt. Und da man ja jetzt mehrere Drucker zur Verfügung hatte, war es natürlich auch von Vorteil, dass man halt mehrere Teile auf einmal drucken konnte, ne? Was halt dann wieder Zeitersparnis war. Gut, was war die schwierigste Phase beim Bau? Okay, die schwierigste Phase waren halt, wie gesagt, diese 3D-Modelle, die Konstruktion. Wie gesagt, mehrere Teile zu entwerfen bis zum halt, sagen wir mal, endgültigen Modell, wo dann sagt, ja, das ist betriebsbereit, da ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Ne? Gab es Momente, in denen Sie aufgeben wollten? Ich würde mal sagen, aufgeben ist keine Option, ja. Wir wollten das ja schon auch zu Ende bringen. Es ist ja irgendwie gelungen, dass alles funktioniert soweit. Das Endstadium, sage ich mal, was uns vorgeschwebt hat, ist noch nicht erreicht. Ja, es soll ja so sein, dass irgendwann
Industriepark wirklich entsteht und auch mit Internet der Dinge, was im Moment alles so herrscht und Digitalisierung, wollte man das eigentlich auch so verbinden. Das heißt, dass man zu jeder Zeit diesen, sagen wir mal, dieses Transportmodell, unseren Farbklotz oder wie man es auch nennen möchte, ja, dass man dem noch einen Transponder mitgibt auf die Reise, dann eine Cloud-Lösung sucht, wo man feststellen kann, wo befindet er sich, ist er jetzt irgendwo im Regal, ist er bei der Roboter, ist er im Lager oder wird er gerade transportiert im Eisenbahnsystem. Also das kann man wirklich noch sehr detailliert ausbauen. Also das sind eigentlich Möglichkeiten. Gut, das passt wieder zur Frage, was ja. Die Pläne für das Modell in Zukunft sind. Also Einbau von einem Transponder. Genau. Ja. Gut. Und welche Tipps würden Sie jemandem geben, der ein ähnliches Fischertechnikprojekt angehen müsste? Tipps schwierig, ja. Also ein bisschen handwerkliches Geschick. Ja, gut, Tipps, was soll ich jetzt hier sagen? Ne? Eine schwierige Frage. Ja, wie gesagt, handwerkliches Geschick, aber wahrscheinlich, wenn man das nicht hat, wird man vielleicht so Projekte erst gar nicht angehen. Ich weiß es nicht, ja. Also da kann ich mich jetzt wirklich nicht festlegen. Gut, dann vielen Dank für die Teilnahme an unserem Format. Ja. Auf Wiedersehen. Ja.